Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfad des Wissens. Ja, innerhalb des Steuerrechts machen wir jetzt mal eine Vorlesung zu den Verkehrssteuern. Genau genommen, ihr seht, Verkehrssteuern 1, das heißt, es gibt dann auch noch eine 2. Einfach weil es vom Umfang her sonst einfach uns überwältigen wird. Und wie gehen wir dabei vor? Relativ logisch. Wir schauen uns erst an, was die Grundlagen sind, also was sind Verkehrssteuern, was macht die aus. Und dann schauen wir uns die einzelnen Steuern an. Und in dieser Vorlesung schaffen wir die Rennwett- und Lotteriesteuer, die Spielbankabgabe und die Versicherungssteuer. Okay, legen wir also los mit den Grundlagen. Verkehrssteuern sind Steuern, die auf die Teilnahme am Rechts- und Wirtschaftsverkehr erhoben werden. Daher der Name. Sie entstehen logischerweise dann beim Leistungsaustausch. Bekannteste ist die Umsatzsteuer, die aber hier natürlich nicht mitbearbeitet wird, weil wir das schon in sehr umfangreichen Umsatzsteuervorlesungen abgehandelt haben. Eine Ausnahme hierbei ist die Kfz-Steuer, da bei dieser der Besitz und nicht der Leistungsaustausch besteuert wird. Das heißt, normalerweise wäre es eine Besitzsteuer, aber tja, sie wird dennoch als Verkehrssteuer gruppiert. Warum? Lässt sich meines Erachtens sehr schwer sagen. Viele argumentieren ja, Verkehr hat was mit Kfz zu tun. Okay, andere argumentieren, in anderen Ländern ist es eine Verkehrssteuer, deswegen hat man das in Deutschland auch so gemacht. Ja, ist auch korrekt, aber da wird nicht direkt der Besitz besteuert, von daher schwer zu sagen, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Ja, anfangen tun wir mit der Rennwett- und Lotteriesteuer und wie der Name es vermuten lässt, werden hier Sportwetten und Lotterien besteuert. Sie wird auch öfters mal als Totalisatorsteuer bezeichnet, einfach weil viele Wetten an Totalisatoren abgeschlossen werden. Das sind diese, ja, ich nenne das jetzt mal vereinfacht Wettmaschinen, wo man sich eine Art Wett Ticket ziehen kann. Aber ohne jetzt auf die Geschichte des Totalisators einzugehen, gehen wir jetzt einfach mal ganz normal weiter zur Steuer. Und hier muss man nämlich unterscheiden zwischen den Rennwetten, dann Sportwetten, die keine Rennwetten sind, und Lotterien, da für diese verschiedene Regelungen und Steuersätze gelten. Regelungen findet man sich da zum Rennwett- und Lotteriesteuergesetz, kurz RWLG oder RennwLotG. Ja, um die Besteuerung von Wetten und Lotterien zu ermitteln, benötige ich jetzt, um das darzustellen, 4 Folien. Und allererste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, worum handelt es sich eigentlich? Haben wir eine klassische Rennwette, also eine Pferdewette in dem Sinne, dann müssen wir überprüfen, ob die Wette bei einem Totalisator oder einem Buchmacher abgeschlossen wurde. Bei einem Buchmacher greift § 11 Absatz 1 des Rennwettlotteriegesetzes. Da beträgt die Rennwettsteuer 5% der gewetteten Beträge und nach 13 Absatz 1 muss der Buchmacher die Steuer eine Woche nach Ablauf jedes halben Kalendermonats abführen. Haben wir einen Totalisator als eine Wettmaschine, greift der 10 Absatz 1 und hier beträgt die Rennwettsteuer 5% der gewetteten Beträge, ist also identisch. Und auch der 13.1 ist identisch und zwar der Unternehmer des Totalisators muss dann die Steuer eine Woche nach Ablauf jedes halben Kalendermonats abführen. Man sieht, es sind gleiche Regelungen, aber andere gesetzliche Grundlagen. Haben wir eine andere Sportwette, schauen wir uns den zweiten Teil an und die Lotterie im dritten Teil. Und deswegen, zack, gehen wir zum zweiten Teil und schauen uns an, was mit anderen Sportwetten ist und müssen uns zuerst die Frage stellen, sind die denn hier im Inland abgeschlossen worden? Falls ja, greift § 17 Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 des RWLG, dann sind diese steuerbar und steuerpflichtig. Falls nein, müssen wir schauen. Liegt der gewöhnliche Aufenthalt oder der Wohnsitz in Deutschland als von denjenigen, der die Wette durchgeführt hat? Falls nein, landen wir in § 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und es ist nicht steuerbar. Falls ja, greift § 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und ist es steuerbar und steuerpflichtig. Sobald es steuerbar und steuerpflichtig in diesen Fällen ist, landen wir automatisch auch im 17 Absatz 2 Satz 2 RWLG und die Steuer beträgt wieder mal 5% des Wetteinsatzes. Wichtig ist noch 19 Absatz 2 Satz 1 RWLG, der Veranstalter schuldet die Steuer und § 19 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Rennwettlotteriegesetzes, die Steuer ist am 15. Tag nach Verbindlichwerden der Wette fällig. Ja, im dritten Teil schauen wir uns an, was es mit Lotterien auf sich hat. Und müssen uns zuerst darum kümmern, ob es von einer Privatperson veranstaltet wurde, die Lotterie. Falls nicht, müssen wir uns erstmal die Frage stellen,
Wurde die Lotterie für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke ausgeführt? Falls nein, müssen wir schauen, ist die Ausschüttung, also der Preiswert, über 240 Euro? Falls nein, greift § 18 Nummer 2b RWLG und ist steuerfrei. Haben wir hingegen gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke, dann überprüfen wir, ob die Ausschüttung, der Preis also, über 40.000 Euro ist. Falls nicht, sind wir nach § 18 Nummer 2a RWLG steuerfrei. Falls doch, dann kommen wir in die Steuerpflicht nach § 17 Absatz 1 Satz 1 RWLG. Dann beträgt die Steuer nach 17 Absatz 1 Satz 3 20% der Ausschüttung. Achtung, hier geht es um die Ausschüttung. Und nach § 19 Absatz 1 Satz 1 RWLG schuldet der Veranstalter die Steuer und nach 19 Absatz 1 Satz 2 entsteht die Steuer mit Genehmigung, also mit Genehmigung der Lotterie. Haben wir hier eine Privatperson, die Lotterien macht, dann schauen wir uns Teil 4 an und stellen uns die Frage, ob Ausweise erstellt wurden. Falls nicht, greift § 18 Nummer 1a RWLG und ist steuerfrei. Falls doch, müssen wir wieder mal überprüfen, wie hoch die Ausschüttung ist. Diesmal 650 Euro. Ist es weniger als 650 Euro, greift der § 18 Nummer 1b RWLG und ist steuerfrei. Liegen wir allerdings drüber, dann sind wir in der Steuerpflicht nach § 17 Absatz 1 Satz 1. Die Steuer beträgt dann 20% der Ausschüttung nach § 17 Absatz 1 Satz 3. Und nach 19 Absatz 1 Satz 1 RWLG schuldet der Veranstalter die Steuer und nach § 19 Absatz 1 Satz 2 entsteht die Steuer mit der Genehmigung der Lotterie. So viel dazu. Am besten, ihr übt das mal. Ich habe euch mir wieder mal ein paar Fälle ausgedacht, die ich euch geben möchte. Und die Frage ist, in welcher Höhe Rennwett- und Lotteriesteuer anfällt und ob überhaupt Steuer anfällt. Und das bitte alles unter Nennung der gesetzlichen Grundlagen. Wie immer sage ich, an der Stelle pausiert am besten das Video, denn ich springe direkt zur Lösung und dann vergleichen wir. Ich wünsche auf jeden Fall ganz doll viel Erfolg. Okay, kommen wir zur Lösung. Zur ersten von zwei Folien, die ich brauche, wollen wir uns erstmal jetzt um erstens kümmern. Denn hier wurde an einen Totalisator eine Rennwettschein über 100 Euro gezogen. Nach § 10 Absatz 1 des Rennwettlotteriegesetzes beträgt die Steuer 5% der gewetteten Beträge, das heißt 100 Euro mal 5% sind 5 Euro. Zweitens, der in Deutschland lebende Gottmar Totschalk schließt während seines Spanienurlaubs eine Wette auf ein Fußballspiel über 500 Euro bei einem Buchmacher ab. Hier greift der § 17 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Rennwettlotteriegesetz. Es handelt sich um eine steuerbare und steuerpflichtige andere Sportwette. Nach 17 Absatz 2 Satz 2 beträgt die Steuer 5% des Wetteinsatzes, das sind also 500 Euro mal 5% macht 25 Euro. Und drittens, eine Lotterie soll stattfinden, ein Los kostet 20 Euro, die auszuschüttenden Preisgelder betragen 20.000 Euro. Veranstalter ist A. eine Kirche für einen kirchlichen Zweck oder B. ein normaler Gewerbetreibender. Im Falle A bei der Kirche greift § 18 Nummer 2a RWLG, es ist steuerfrei. Bei B, den Gewerbetreibenden, landen wir am 17 Absatz 1 Satz 1 RWLG, es ist steuerpflichtig. Nach § 17 Absatz 1 Satz 3 beträgt die Steuer 20% der Ausschüttung. Das bedeutet also 20.000 Euro mal 20% macht 4.000 Euro, die hier vom Gewerbetreibenden zu leisten sind an Steuern. Damit kommen wir zu einer ähnlichen Sache, der Spielbankabgabe. Und das ist eine Steuer, welche von staatlich zugelassenen Glücksspielbetrieben, also Spielbanken, Casinos, erhoben wird. Sie wird von den einzelnen Bundesländern geregelt, weswegen die Regeln und Steuersätze von Bundesland zu Bundesland variieren können. Und nach eifrigem Googlen habe ich die Glücksspielverordnung für NRW mal gefunden, kurz GlüSPVO. Und die möchte ich hier zugrunde legen. Wie gesagt, die gilt für NRW, in anderen Ländern kann und wird wahrscheinlich auch anders sein. Hier sagt allerdings der § 13, die Spielbankabgabe beträgt 12% der Bruttospielerträge, kurz BSE. Ja, die Abkürzung finde ich toll. Man wird normalerweise sagen, okay, wir lassen es lang, aber ich finde es einfach zu lustig.
Ja, BSE ergeben sich aus der Differenz der Einsätze und Gewinne der Spieler. Und nach Paragraph 14 der Glücksspielverordnung von NRW ist die Höhe der BSE und die darauf entfallende Spielbankabgabe vom Unternehmer täglich festzuhalten und wöchentlich den Städten zu melden. Machen wir ein Beispiel. Wir haben einen Spielbankbetreiber und der erfasst, dass einen Tag Einsätze von 50.000 Euro getätigt und Gewinne von 30.000 Euro ausgeschüttet wurden. Er rechnet sich jetzt also das BSE aus, indem er die Einsätze nimmt und davon die Gewinne abzieht. Das heißt also 50.000 minus 30.000 Euro und landet bei 20.000 Euro Bruttospielerträge. Ja, die Spielbankangabe sagt, okay, das, was du da ausgerechnet hast, davon tun wir 12% Steuer heben. Das heißt, wir multiplizieren es mit 12%, kommen auf 20.000 Euro mal 12% und landen bei 2.400 Euro. Damit sind wir bei viertens der Versicherungssteuer angelangt und ihr seht von Anzahl der Folien her, die wird jetzt den maßgeblichen Teil ausmachen. Und zuerst müssen wir sagen, die wird auf die meisten nicht staatlich vorgeschriebenen Versicherungen erhoben. Also jetzt so eine sehr grobe Faustregel, sage ich mal, aber damit läuft man ganz gut. Die Grundlagen finden sich im Versicherungssteuergesetz, kurz FERS STG. Und im Gegensatz zur Umsatzsteuer in Form der Vorsteuer bei Unternehmen kann die Versicherungssteuer nicht vom Finanzamt zurückgefordert werden, egal ob ein Endverbraucher vorliegt. Das heißt, die sind immer Aufwand auch für Unternehmen. Hier möchten wir uns gerne folgenden Schemas bedienen, um das zu ermitteln. Wir prüfen die Steuerbarkeit und dann die Steuerpflicht, denn dann können wir uns um die Bemessungsgrundlage kümmern, von der können wir auf den Steuersatz schließen und die Steuerhöhe errechnen. In der Steuerbarkeit muss überprüft werden, ob die Versicherungsleistung in Deutschland steuerbar, das heißt also überhaupt vom Versicherungssteuergesetz erfasst ist. Dazu brauche ich drei Folien und möchte euch dieses Schema zur Hand geben, bei dem wir zuerst prüfen, ob der Versicherer seinen Sitz überhaupt in der EU hat. Hat er das, müssen wir uns die Frage stellen, liegt das Risiko bzw. die Versicherersache in Deutschland? Falls nicht, dann sind wir raus nach § 1 Absatz 2 des Versicherungssteuergesetzes, das ist nicht steuerbar in Deutschland. So, liegt das Risiko in Deutschland, dann müssen wir schauen, was wird versichert. Sind es Immobilien, dann sind wir in Paragraph 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz und ist steuerbar. Sind es Fahrzeuge, landen wir in Paragraph 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Versicherungssteuergesetz, auch steuerbar. Und auch das Reiserisiko ist steuerbar und zwar nach Paragraph 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 Versicherungssteuergesetz. Sonstige, da müssen wir uns in Teil 2 ein bisschen genauer mit befassen. Und für die Sachen, wo der Versicherer nicht in der EU sitzt, da schauen wir uns alles mal in Teil 3 an. Deswegen gehen wir jetzt zu den sonstigen Versicherungen und fragen uns, ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person? Falls ja, ist sein Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt in Deutschland? Ist auch das zutreffend? Dann landen wir im Paragraphen 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz und es wird steuerbar. Falls nicht, dann sind wir raus und zwar nach Paragraph 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1. Quasi Umkehrschluss. Haben wir keine natürliche Person, also eine juristische Person, dann müssen wir schauen, Sitz des Unternehmens oder Betriebsstätte in Deutschland. Falls ja, Paragraph 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Versicherungssteuergesetz ist steuerbar. Falls nicht, nach denselben Paragraphen nicht steuerbar. Ja, jetzt sind wir bei Teil 3. Das heißt, wir haben eine Versicherung mit Sitz im Drittland, also dem EU-Ausland. Und da müssen wir uns fragen, ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt oder der Unternehmenssitz des Versicherungsnehmers in Deutschland, sprich jemand, der seinen Sitz oder Aufenthalt hier in Deutschland hat, versichert sich bei einem Versicherer aus einem EU-Ausland? Ist das der Fall, sind wir bei Paragraph 1 Absatz 3 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz und ist steuerbar. Falls nicht, müssen wir schauen, wurde ein Gegenstand versichert, der sich zum Zeitpunkt der Versicherung in Deutschland befand? Falls ja, dann ist es steuerbar nach Paragraph 1 Absatz 3 Nummer 2 Versicherungssteuergesetz. Falls nein, müssen wir weiter prüfen, und zwar, ob etwas versichert wird, das Bezug zu einem Unternehmen oder einer Betriebsstätte in Deutschland hat, zum Beispiel als eine Berufs- oder Betriebsstättenhaftpflichtversicherung. Ist das der Fall?
dann ist es steuerbar nach § 1 Absatz 3 Nummer 3 Versicherungssteuergesetz. Falls nicht, landen wir beim selben Paragraphen, können aber durch Ausschlussverfahren sagen, es ist nicht steuerbar. Damit haben wir doch schon die Steuerbarkeit komplett abgedeckt und können uns jetzt um die Steuerpflicht kümmern. Hier überprüfen wir quasi im zweiten Schritt, ob eine Steuerpflicht in Deutschland vorliegt und wir Steuer heben müssen oder wir sagen, hey, ist eh steuerfrei, was soll's. Das machen wir jetzt in Form von einer langen Liste eher, weil mit einem Fließbild wie gerade eben war es ein bisschen schwer. Und zwar, steuerbefreit ist, das heißt sind, Versicherungen von Versicherungsunternehmen, die sogenannten Rückversicherungen. Das finden wir in § 4 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Versicherungen für Ruhegehalt und Hinterbliebenenbezüge sind nach § 4 Nummer 2 Versicherungssteuergesetz versicherungssteuerbefreit. In § 4 Nummer 3 finden wir die Befreiung für die gesetzliche Unfallversicherung, in der Nummer 4 die gesetzliche Arbeitslosenversicherung, die steuerfrei ist. Auch Kranken-, Pflege-, Renten-, Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit und Lebensversicherung sind steuerfrei, und zwar nach § 4 Nummer 5 Versicherungssteuergesetz. Ebenfalls befreit ist die betriebliche Altersvorsorge nach § 4 Nummer 5a und nach Nummer 6 die Versicherung der Lohnausgleichskassen bei Arbeitsausfällen. Rechtsschutzversicherungen bezüglich Streik, Aussperrung oder Maßregelung durch den Berufsverband sind nach § 4 Nummer 7 Versicherungssteuergesetz befreit und nach Nummer 8 in Deutschland untergebrachte ausländische Diplomaten, Konsule und deren Geschäftspersonal. Alle auch befreit. Wird viel versichert und die Summe aller Versicherungssummen pro Versicherten und Versicherer übersteigt die 4.000-Euro-Grenze nicht, dann ist es steuerfrei als versicherungssteuerfrei nach § 4 Nummer 9 Versicherungssteuergesetz. Ebenso ist der Transport die Güterversicherung für Transporte außerhalb von Deutschland nach § 4 Nummer 10 Versicherungssteuergesetz befreit von der Versicherungssteuer. Ja, damit haben wir die Steuerpflicht ermittelt und müssen uns jetzt um die Bemessungsgrundlage, den Steuersatz, die Steuerhöhe kümmern. Das machen wir alles zusammen, weil es sich einfach anbietet. Denn haben wir die Bemessungsgrundlage und kennen den Steuersatz, können wir auch die Steuerhöhe ausrechnen. Dazu brauchen wir drei Teile. Wir kümmern uns zuerst um die erste Versicherungsgruppe, das ist die Feuerversicherung und die Feuerbetriebsunterbrechungsversicherung. Die Bemessungsgrundlage ist hier § 5 Absatz 1 Nummer 3a des Versicherungssteuergesetzes. Danach sind 60% des Versicherungsentgelts werden der Versicherungssteuer unterworfen. Noch ein kleiner Hinweis dazu. Versicherungsentgelt klingt jetzt sehr fachlich, ist aber definiert in § 3 Absatz 1 des Versicherungssteuergesetzes als jede Zahlung an den Versicherer, also Prämien, Beiträge, Zuschüsse, Erstattungen und so weiter, wird alles mit eingerechnet. Für alle, die denken, oh cool, die werden nicht komplett besteuert, muss ich eine kleine Einschränkung geben, auch wenn das schon ein bisschen auf den zweiten Teil dieser Vorlesung zurückgreifen wird, also auf Verkehrssteuern 2. Korrekt wäre zu sagen, diese Versicherung wäre nicht zu 100% der Versicherungssteuer unterworfen. 60% nehme ich hier und 40% werden der entsprechenden Brandversicherung zugeschrieben. Aber da zum zweiten Teil. In der Summe kommen wir immer auf 100% dann bei denen leider. Der Steuersatz, der beträgt 22%. Das können wir nachlesen in § 6 Absatz 2 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Und um es mal einfach zu rechnen, wir nehmen das Versicherungsentgelt mal 60% mal 22% und haben die Steuer. Dann gibt es die Wohngebäudeversicherung. Deren Bemessungsgrundlage ermittelt sich nach § 5 Absatz 1 Nummer 3b Versicherungssteuergesetz und beträgt 86% des Versicherungsentgelts. Beim Steuersatz von 90%, der in § 6 Absatz 2 Nummer 2 geregelt ist. Somit rechnen wir bei der Wohngebäudeversicherung die Steuer mit Versicherungsentgelt mal 86% und mal 90% aus. Die Hausratversicherung, die wird zu 85% besteuert, das finden wir in § 5 Absatz 1 Nummer 3c Versicherungssteuergesetz. Und diese 85%, die besteuert werden, die unterliegen dem Steuersatz von 90% zu finden in § 6 Absatz 2 Nummer 3 Versicherungssteuergesetz.
Wir rechnen in dem Fall also das Versicherungsentgelt mal 85 und mal 19%. Dann haben wir noch die Versicherung von Bodenerzeugnissen vor Hagel, Sturm, Frostregen und Überschwemmung. Das wird öfters mal ganz kurz gefasst als Elementar- oder Elementversicherung. Und kleiner Hinweis dazu, den habe ich jetzt oben drüber geschrieben, Bodenerzeugnisse. Das umfasst alle Pflanzen im Freien, inklusive ihrer Glasabdeckungen. Das ist also gemeint Gemüse, Obst, Weinreben, Gartenpflanzen, alles, was so in die Richtung geht, auch wenn das von Glas verdeckt ist. Die Messungsgrundlage hier ist auch sehr anders. Zu finden erstmal in § 5 Absatz 1 Nummer 2 Versicherungssteuergesetz. Hier wird zwar 100% besteuert, aber tatsächlich sogar von der Versicherungssumme. Riesiger Unterschied. Also nicht das, was man zahlt, sondern der Wert. Habe ich jetzt zum Beispiel eine Versicherung, da steht, Ihre Pflanzen sind versichert, also Sie haben eine Elementarversicherung abgeschlossen, bis zu einem Schaden von 200.000 Euro. Der jährliche Beitrag beträgt 2.000 Euro. Dann sind nicht wie bei den anderen Versicherungen dieser Beitrag von 2.000 Euro die Bemessungsgrundlage, sondern das Versicherung, die Versicherungssumme, hier in dem Fall, das sprach da 200.000 Euro. Daher ist nämlich der Steuersatz auch sehr niedrig mit 0,03% nach § 6 Absatz 2 Nummer 4 Versicherungssteuergesetz. Wir rechnen also Versicherungssumme mal 0,03%. Und last but not least, beziehungsweise von dieser Folie jetzt hier, ist die Seeschiffskaskoversicherung gegen Gefahren der See von den Deutschland registrierten gewerblichen Schiffen. Das heißt, wenn wir diese ganzen Versicherungsbedingungen erfüllen, dann kommen wir in den Genuss des § 5 Absatz 1 Nummer 1 des Versicherungssteuergesetzes und sagen, hier wird auf die gesamte Versicherungsentgelt Steuer erhoben und die beträgt dann 3% nach § 6 Absatz 2 Nummer 5. Weswegen wir das Versicherungsentgelt ganz einfach mit 3% multiplizieren müssen, um die Versicherungssteuer zu erhalten. Dann haben wir noch die Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr. Ohne Prämienrückgewähr sind wir raus, da sind wir bei anderen. Hier greift § 5 Absatz 1 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. 100% des Versicherungsentgeltes wird genommen und zu 3,8% versteuert nach § 6 Absatz 2 Nummer 6. Womit wir einfach rechnen, Versicherungsentgelt mal 3,8%. Und alle anderen Versicherungen, die werden auch zu 100% besteuert, das finden wir in § 5 Absatz 1 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Allerdings ist der Steuersatz anders, der beträgt 90%, das finden wir in § 6 Absatz 1 Versicherungssteuergesetz, weswegen wir hier Versicherungsentgelt mal 19% rechnen müssen. Mache ich mal für euch quasi eine kleine Übung vor, wie das ablaufen könnte. Aufgabe hier, beurteile in folgenden Fällen, ob Versicherungssteuer anfällt und wenn ja, wie hoch diese ist. Unter Nennung aller gesetzlichen Grundlagen bezüglich Steuerbarkeit, Steuerpflicht, Bemessungsgrundlage und Steuersatz. Beispiel, was wir haben, es wird eine private Haftpflichtversicherung für eine Privatperson bei einem deutschen Versicherer abgeschlossen. Die Jahresprämie beträgt 2.000 Euro und die versicherte Person lebt im Fall A in der Schweiz und B in Deutschland. So, ich prüfe also nach und nach das alles durch, fange jetzt mit dieser Sache in der Schweiz an. Nach § 1 Absatz 2 Versicherungssteuergesetz ist es nicht steuerbar. Damit interessiert uns die Steuerpflicht nicht, die Bemessungsgrundlage, der Steuersatz und die Versicherungssteuer ist alles egal, denn es unterliegt eh nicht dem deutschen Versicherungssteuergesetz. B, also Deutschland, ist da schon spannender, denn da ist es steuerbar nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Ist auch steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1 und die Bemessungsgrundlage ist zu finden in § 5 Absatz 1 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Wir müssen hier 100% des Versicherungsentgeltes nehmen und das Steuersatz mit 90% versteuern, was wir in § 6 Absatz 1 finden. Und wenn wir also rechnen, die 2.000 Euro Prämie mal 90% Versicherungssteuer gleich 380 Euro Versicherungssteuer, die anfallen. So ungefähr würde ich das in möglichst kurzer Form übersichtlich darstellen und lösen. Und damit ihr das auch ein bisschen üben könnt, habe ich unter derselben Aufgabenstellung mir vier andere Fälle ausgedacht, mit ansteigender Schwierigkeit, zumindest hoffe ich das, das war so meine Theorie. Und auch hier würde ich euch wieder bitten, pausiert das Video, macht euch Notizen, nehmt euch Stift und Papier oder irgendein anderes Medium und versucht mal die Aufgaben zu lösen, damit ihr euch ein bisschen festigen könnt. Ich springe natürlich wieder zur Lösung, aber zuvor
wünsche euch ganz viel Erfolg. Bis gleich. Okay, kommen wir zur Lösung. Das mache ich in zwei Folien. Fange natürlich mit erstens an. Für den in Deutschland lebenden und auch dort arbeitenden Arbeitnehmer wird eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung bei einem deutschen Versicherer abgeschlossen. Die Beiträge belaufen sich auf 1.000 Euro jährlich. Steuerbar ist die ganze Sache nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Ist auch steuerfrei allerdings nach § 4 Nummer 4 Versicherungssteuergesetz. Weswegen die Messungsgrundlage uninteressant ist, damit auch kein Steuersatz existiert, das heißt, er 0% sein muss und die Versicherungssteuer natürlich dann 0 Euro beträgt. Zweitens hatten wir, dass eine GmbH mit Sitz in Deutschland schließt bei einem chinesischen Versicherer eine betriebliche Haftpflichtversicherung ab und es werden Versicherungsentgelte in Höhe von 3.000 Euro jährlich fällig. Das ist steuerbar nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Es ist steuerpflichtig nach 1 Absatz 1 Versicherungssteuergesetz. Damit haben wir eine Messungsgrundlage, die wir in § 5 Absatz 1 Nummer 1 finden, und zwar 100%. Zu einem Steuersatz von 19% nach § 6 Absatz 1 Versicherungssteuergesetz. Und wir rechnen das Versicherungsentgelt von 3.000 Euro mal 19% macht 570 Euro Versicherungssteuer, die hier anfallen. Drittens, eine in Deutschland lebende Privatperson schließt für ihre Haber eine Hausratversicherung bei einem deutschen Versicherer ab. Die Beiträge betragen jährlich 500 Euro. Steuerbar ist die Sache nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Versicherungssteuergesetz. Nach 1 Absatz 1 Versicherungssteuergesetz ist steuerpflichtig. Und die Bemessungsgrundlage beträgt 85% des Versicherungsentgeltes, zu finden in § 5 Absatz 1 Nummer 3c Versicherungssteuergesetz. Die 85% werden mit 90% versteuert, zu finden in § 6 Absatz 1 Versicherungssteuergesetz, weswegen wir rechnen müssen, 500 Euro mal 85% Bemessungsgrundlage mal 90% Steuersatz ergibt 80,75 Euro Versicherungssteuer. Und als letztes haben wir hier Nummer 4, dass eine Landwirtschafts-OG mit Sitz in Deutschland schließt zum Schutz ihrer Pflanzen eine Elementarversicherung über 1 Million Euro ab, und zwar bei einem deutschen Versicherer. Die jährliche Prämie beträgt 5.000 Euro. Steuerbar war das nach § 1 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 Versicherungssteuergesetz. Steuerpflichtig nach § 1 Absatz 1. Die Messungsgrundlage finden wir in § 5 Absatz 1 Nummer 2 Versicherungssteuergesetz, und zwar 100% der Versicherungssumme, ja, nicht des Entgeltes. Der Steuersatz ist nach § 6 Absatz 2 Nummer 4 Versicherungssteuergesetz 0,03%, weswegen wir rechnen müssen, 1 Million Euro, also wirklich die Versicherungssumme, mal 0,03% ergibt 300 Euro Versicherungssteuer. Ja, damit sind wir mit dem heutigen Thema, dem ersten Teil der Verkehrssteuern, durch. Kümmern uns natürlich dann in der folgenden Vorlesung um den zweiten Teil, also die verbliebenen Verkehrssteuern. Und ich hoffe auf jeden Fall, es war für euch interessant, war lehrreich, hat endlich mal ein bisschen was aufgezeigt zur Versicherungssteuer, was man nicht so herkömmlich weiß. Auf jeden Fall verabschiede ich mich in einem wunderschönen Tag, wann auch immer ihr das Video seht. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, habt Spaß, was auch immer gerade ansteht. Und über einen Daumen hoch, über Lob, leider auch über Kritik, gehört ja auch dazu manchmal, freue ich mich sehr und hoffe, dass wir uns auch bald wieder hören. Und bis dahin sage ich Tschüss!